Stell dir vor, ein Gewitter zieht auf. Aber nicht am Himmel, sondern in deinem Kopf. Vielleicht betrifft es Teile deines Gehirns oder alle Bereiche. In jedem Fall macht es Angst. Du fühlst dich komisch, kommst benommen wieder zu dir und fühlst dich alleine. Das bist du aber nicht. Diese Gewitter im Hirn kennen 5 bis 10% aller Menschen. Sie haben in ihrem Leben mindestens einen epileptischen Anfall. Wie sich das genau auswirkt, kann ganz unterschiedlich aussehen. Ein epileptischer Anfall ist fast immer nach wenigen Minuten vorbei. Etwa jeder Hundertste hat im Gehirn die Tendenz zu Anfällen. Dann erst sagen wir, er oder sie hat Epilepsie. Zum Glück gibt es Medikamente, die helfen, damit zu leben. Denn ganz wichtig, Epilepsie ist keine Geisteskrankheit und lässt sich in vielen Fällen gut behandeln. Menschen mit Epilepsie sind vielfältig und ein Teil unserer Gesellschaft. Mehr Informationen auf epi.ch.